Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video von mir. Und ja, wir waren auf dem Flohmarkt. Wir waren lange auf dem Flohmarkt und wir waren auch auf zwei Flohmärkten, aber irgendwie so richtig was immer so kribbelt in den Fingern, habe ich nicht gefunden. Aber ich habe natürlich ein paar Kleinigkeiten gefunden. Und was ich gefunden habe, das gibt's wieder nach meinem Intro. Ja, wir sind also diesmal so über den Trödelmarkt. Thema liegt auf Trödelmarkt. Der erste Markt war mehr so Trödelmarkt. Man muss ja immer unterscheiden zwischen einem Flohmarkt und einem Trödelmarkt. Trödelmarkt sind wirklich alte Sachen, sind wirklich so Sachen, wo man sagt, wow, das ist schon echt alt, wo man Silber findet, wo man Holz findet oder holzverarbeitende Elemente, wie zum Beispiel irgendwelche Schränke oder sowas. Naja, das ist natürlich für den Gamesammler und alles sowas jetzt nicht das Richtige. Also war der erste Flohmarkt so ein kleiner Reinfall. War also nichts. Dann sind wir zum zweiten Flohmarkt gefahren, den wir auch noch nicht kannten. Also wir kannten den ersten nicht und wir kannten den zweiten nicht. Ich probiere ganz gerne mal Flohmärkte aus. Und auch auf dem zweiten war jetzt nicht wirklich, das war von einem großen Rathaus hier bei uns in Berlin. Das war auch nicht wirklich das, was ich mir so vorgestellt habe. Und dachte mir, boah, was machst du jetzt? Naja, auf jeden Fall sind wir da dann auch wieder leer ausgegangen. Was aber dem keinen Abbruch tut. Dann sind wir zu einem bekannteren Flohmarkt gefahren, wo wir öfters mal uns einfinden. Und da habe ich ein paar Kleinigkeiten gefunden. Und die haben mir so ein bisschen den Tag gerettet. Also, auf ins erste Video. Alles heute Angebot ist doch hier. Ist doch gut. Servo! Bei der ist der Terras, ne? Dein Pare. Dein Pare, oder? Dein, bei der ist der Terras. Dann nehmen wir Schere. Ja, dann, da nehmen wir Schere. Ima tu ona klješta, dobra su bila. Kaj to hodnje, ja mislim ta. Ne more, ja ima tu negdje bila su baš oštre. Baš neko i uzdo, kupi, kupi. To je da ponesemo i ponovo da mu vratimo. Ako ponesemo se da dođe da i uzdo. Ovo nesti, ja se. A, hoće. Sajem samo da vidim. Pa idi, probaj, da li što. Uzmi, nisam vidio, ajde. Ne. Ide, brate, boli, da se s tobom. Tako ne volim. E, da ti probam ovo sve stvarno. O, slušaj, ja ne znam kuću sa moju. Hajde ja da ti pa znam, čitav kodim. Nema više da se stavi ništa. Sve što te znam kuću. Sve sve da volim. Imam tri bicikla, to ne predam. Televizor nov, on je 1,60 m. Ja? I to ne predam. Ne predam. Predaš taj kraj, ja prizam. Ovo da mi rekao. Daj, daj, daj. Ja, und da ist das passiert, man geht einfach an den Stand ran und findet die Kleinigkeit und denkt sich so, oh, schöne Geschichte, was ich auf den zwei Flohmärkten vorher nicht gesehen habe. Nicht einmal. Ich habe nicht, das ist voll merkwürdig. Ich habe zwar Spiele gesehen in so einem verdreckten Eimer, aber da gehe ich dann nicht ran. Aber dann geht man an so einen normalen Tisch ran und findet gleich mal Sprint Car Challenge. Ein doch recht seltenes Spiel, komischerweise. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ich habe die neue Lampe jetzt wieder angebracht. Das ist Sprint Car Challenge. Coole Geschichte. Auch vollständig mit allem drum und dran. Und ich muss sagen, PlayStation 2, das ist wieder so schön glatt, so wie neu. Das ist schon eine schöne Geschichte. Und das zweite, was ich gefunden habe, war Spider-Man
versus Doc Ock. Coole Geschichte, ganz coole Geschichte. Habe ich durch Zufall da zwischen den Spielen liegen sehen, dachte ich, musst du mitnehmen. Das war eine schöne Sache. Ich habe das damals gesehen und hat mich echt begeistert. Ja, also dann wieder auf dem Flohmarkt, den man kennt. Zwei Sachen gefunden. So könnte es weitergehen. Schönen Gameboy mit IPS mal zu machen. Ja. Ein bisschen Bauchschmerzen. Ja, ich habe auch noch ein altes Vater, da geht das Display komplett. Achso. Ja, komm mal auf IPS-Display einfach. Flohmarkt. Habe ich zwar nicht gesagt, aber ist egal. Sieben ist auch gut, oder? Nee, acht ist schon. Ich finde sieben besser. Da muss ich mir auch 50 Cent zurückgeben. Was? Da fällt noch Schärfe rein, oder? Der gibt mir 50. Ja, na gut. So, und dann natürlich an dem Stand, den ich natürlich sehr gut kenne, wo ich jetzt auch schon, so wie ich meine, auch schon Freunde gefunden habe, wo ich sage, die haben jetzt mittlerweile richtig gute Ware, die haben auch ein bisschen aussortiert und jetzt wirklich die etwas schlechteren weggemacht und haben jetzt gute mit hingelegt. Und da finde ich jetzt eigentlich jedes Mal was, wenn ich da hingehe und ich sage mir mal, wenn ich drei Flohmärkte brauche, um das hier zu finden, dann war das kein so besonders guter Tag. Aber er hat Spaß gemacht, also wir waren wirklich fast 10 Stunden unterwegs. Ich glaube, ich habe gefühlt 2 Kilo abgenommen oder 3 Kilo. Boah, das war schon ein Hammer. Also wir haben geschwitzt wie Sau. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und es hat auch Spaß gemacht, diese beiden Sachen zu finden. Und wie gesagt, das war wieder bei Konsolenkiste, haben wir wieder gefunden. Und zwar einmal Four Fighters Vigo's Revenge. Muss ich spielen. Bin ich schon richtig heiß drauf. Kommt als nächstes in die Konsole. Geile Geschichte. Jump'n'Run, immer gut. Und Ghost Hunter. Findet man auch nicht jedes Mal, aber muss ich sagen, ist jetzt kein seltenes Spiel, aber eine coole Geschichte. Und Ghost Hunter werde ich jetzt auf jeden Fall mal kräftig durchzocken. Wird jetzt auf die Liste gelegt, schon mindestens 20, 30 liegen.
am Ball wenigstens anzocken. Weil ich habe mir jetzt vorgenommen, wenigstens die Spiele anzuzocken. Weil so viele Spiele und ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, gefällt mir das nicht. Und ich muss sie wenigstens angezockt haben, um zu sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ich war begeistert. Also diese beiden hier plus Jennis plus Spider-Man Doc Ock. Nicht viel, aber für einen Flohmarkt ausreichend und für mich ausreichend, kann man sich wieder eine Weile mit beschäftigen. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit auf Flohmärkten. Morgen sieht's nach Regen aus. Guckt raus. Ich versuch's trotzdem. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, die Leute. Ciao, ciao.